Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Champions. Ich habe es mir gerade schon heruntergeladen, ich habe ein Update gemacht für das Spiel. Waren schon fast gefühlte 10 Minuten, keine Ahnung. Sehen wir ja gleich an der Zeit, wie lange das Video geht, wann meine Quest zu Ende wäre, fertig wäre. Auf jeden Fall habe ich schon mal Update gemacht, meinen letzten Spielstand gesucht und gefunden, obwohl ich mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern kann. Naja, auf jeden Fall geht's gleich hier los. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kampf, okay. Dann hauen wir mal rein hier. Überspringen. Wer die Story sehen möchte, am besten ist, er spielt das Spiel dann selber, also grafikmäßig sieht das schon mal sehr gut aus. Ich glaube, ich kann mich da ein bisschen dran erinnern, ja. Ich bin da, glaube ich, so einen Weg lang gelaufen. In ein Dorf rein war das, glaube ich. Naja. Geht das auch schneller? Vierfache Geschwindigkeit gibt es. Weil ich mache ja alles ein bisschen schneller, damit ich auch so viel schaffe, wie es geht. Wie gesagt, wenn Leute die Story mögen, am besten selber spielen, runterladen. Ich habe einen neuen Helden. Aufleveln. Okay. Habe ich nicht. Also nur die. Weiter. Level 4. Oh, warte mal. Kann ausrüsten. Ehrlich gesagt, ich kann mich an das Spiel gar nicht mehr dran erinnern. Das muss ja schon Jahre her sein, wo ich das gespielt habe. Der. Eine Rüstung. Nice. Die ist jetzt die stärkste mit ihnen zusammen. Ne, sie ist die stärkste. Da leuchtet noch ein Punkt. Da leuchtet auch noch ein Punkt. Leuchtet da noch ein Punkt. Wow, ich bin mit der Tagesdaily fast fertig. Ich muss nur 10 Missionen gewinnen und dann bin ich für heute schon fertig. Es ging aber schnell. Gut, dann Kampf, okay. Ja. Doch, geht doch. Überspringen. Auto, vierfache Geschwindigkeit ist drin. Drei Monster muss ich besiegen. Und alle besiegen. Weiter. Okay.
steht da, wie viel ich habe. Keine Ahnung. Ach, das sind viele Bücher. Zwei Bücher habe ich. Ein Buch, zwei Buch. Zwei Buch, zwei Bücher. Gut. Da kann ich zwei Sachen anlegen. Also sie ist Heilerin. Er war Nahkämpfer oder Schurke. Fernkämpfer. Erfolge. Da, so ein Thron, gratis. Gratis. Kann ich keine von öffnen. Die könnte ich öffnen, aber weil wir schon so eine gewöhnliche Truhe haben. Ich nicht. Ich muss den Heiler mal ein bisschen aufleveln. Okay, Bücher sind alle weg. Fertig. Kann die Heilerin noch ein Schild tragen? Los, Mission. Verbessere 4 Helden auf Level 5. Ah, so. Ja, das dauert ein bisschen. Dann gehe ich mal auf Kampagne starten. Ach, jetzt haben wir es geschafft. Also, ach, das, der Upload war nur 2 Minuten gewesen. Okay. Jetzt haben wir meine 4 Helden am Start. Ich denke mal, jetzt wird es ganz schnell gehen. Überspringen, Geschichte brauchen wir nicht. Automatisch. Kriege ich bestimmt gleich den Barbaren hier. Überspringen. Oh. Ein Magier. Amara. Amara ist Fuchi. Kado. Die letzte Runde in der ersten Kampagne. Ein Frostmagier.
Ja, Böller. Warum heißt er jetzt Böller? Ich habe nicht gesehen, was er kann. Der Vogel ist witzig hier. Weiter. Kampagne 1 ist abgeschlossen. Wir sind jetzt in der Kampagne 2. Wir werden aber erstmal kurz nach Hause gehen, beziehungsweise ins Hauptmenü. Wir müssen noch einen auf Level 5 machen, doch. Ach, 4 Helden. Okay, wir müssen noch einen auf Level 5 machen. Bam, 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 bam. Ah, das reicht genau bis auf Level 5. Dadurch habe ich die Belohnung geschafft. Die Mission haben wir auch. Das haben wir auch. Das auch. Ja, ja, ja. Das ist doch mal nice. Und einen neuen Helden haben wir. Einmal ausrüsten, dann können wir den, glaube ich, auch noch mal ein Level abgeben oder einen Stern, besser gesagt. Bei dem müssen wir auch noch ein paar Sachen abgeben. Die Bogenschützen steht nackt dort. Für mich, für den Bogenschützen weiß ich nicht. Da noch etwas. Tagesquest. Ah, warum das? Ich habe doch gerade so viel Mission gespielt. Das waren noch keine 2 Stück. Egal. Gehen wir jetzt weiter und machen die 2. Kampagne. Jetzt sind 5 Helden vereint. Und ich denke mal, jetzt kann ich bestimmt die ganze 2. Kampagne so durchrushen. Können das Bild eigentlich drehen? Nein. 1, 2, 3, 4. Das Zoom sieht hier witzig aus. Und den rechten. Oh, die werden stärker. Ich dachte, ich könnte jetzt einmal durchrushen, aber anscheinend werde ich das nicht ganz schaffen können. Überspringen und Autostart. Oh, die haben einen Heiler. Kann auch beleben. Jetzt nicht mehr. Da ist ein Ork. Ist das Thrawn? Vom World of Warcraft? Oder Hüllschrei? Thrawn ist ja grün. Oh, meine Heilerin hat auch was zu sagen. Ich finde, sie sieht ein bisschen komisch aus.
Warum hat der Gegner so viele Leute eigentlich? Wie viel waren das? 8 Stück? Ja, 8. 8 Gegner. Steht ja hier oben immer. 3 Leben noch, 2 Leben noch. Auch gemein. Ich darf nur mit 5 angreifen und der Gegner hat 8. Nee, nee, nee. Wieder ein Heiler. Und weg ist der Heiler. Die Zwillingsschwester. Hier gehen wir der Heilerin mal ein Level ab. Was bedeutet das Gelbe? Ab Level 8. Okay. Das heißt, da darf ich nichts einbauen. Einbauen. Einpflanzen. Wie auch immer. Na, jetzt müsste aber die Taskquest. Wachmeister Wildsau. Mit dem Panzer. Mal schauen, wie lange der Panzer steht. Oh, er hat einmal geschossen. Das war's. Das ist noch so eine zum Wachmeister Wildsau. Noch 3 Stück. Wo waren wir jetzt? Bei 6. Okay. Also bei 9 müsste ich ja dann fertig sein. 6, 7, oh ne, 8. Ich bin ja bei 6. 6 habe ich ja noch nicht fertig. Also bei 8 bin ich fertig.
Dr. Frank. Immer diese Goblins hier. Nee. Ich bin Level 6. Events. Episch. War mal in so ein Event reinschauen. Empfohlen Level 5. Schauen wir mal. Die Ladezeit, die nervt ein bisschen bei dem Spiel. Level 7. Das geht ja jetzt hier ratzefatze. Überspringen wir das Ganze mal. Thank you.
Ja. Das ist aber nur grau. Die sind grün. Müsste ich die beiden tauschen? Aber er ist ein Fernkämpfer, er ist ein Nahkämpfer. Ach je. Ach, mit 100 Schlüssel kann ich eine Truhe öffnen. Gut. Events, da war ich gerade stehen geblieben. Level 20. Aber was? Wie soll ich das denn schaffen? Der müsste raus und der müsste rein. Ich probiere es mal so. Aber ich glaube, jetzt werde ich ein auf den Po kriegen. Oh. Mit einem Schuss mein Teddybär war beinahe weg. Oh. Oh. Erster Tod, zweiter Tod. Dritter Tod, vierter Tod. Dort. Weiter. Und das war mir ja gerade irgendwie so ein bisschen klar. Hatte ich auch gesagt, ich werde einen auf den Popo kriegen. Einfach die ersten fünf Leute nehmen. Egal in welcher Reihenfolge. Das passt schon. Überspringen wir. Scheint aber auch ein bisschen stärker zu sein. Warum gehen die immer auf den Heiler? Und wieder Level up. Ja, einen neuen Charakter. Ein Level vergessen. Events, Events, Events. Bei dem Vogel waren wir hier. Starten wir das Ganze und schauen mal, was passiert. Ich denke mal, die Runde werden wir noch gewinnen. Vielleicht ganz knapp, aber wir werden auf jeden Fall gewinnen. Fünf gegen fünf. Ein faires Duell. Der erste ist bei denen tot. Sieht ein bisschen eng aus. Zweites bei den Tod. Oh, oh, mein Heiler. Ah, doch, schaffen wir noch. Brauchte ich ja mir gar keine Sorgen zu machen. Habe ich aber trotzdem. 25 Spieler Raid. Ich denke mal, das hier wird ganz knapp
für mich entschieden. Da werden von mir auch ein paar Leute sterben. Mindestens der Heiler und der Tank. Und mein Heiler ist noch nicht down. Jetzt ist er down. Ah, mein Tank lebt noch. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich habe ja gesagt, Heiler und Tank, die beim Vent sterben. Aber er hat's überlebt. Oh, ein Level Up. 10. Ah, das werde ich verlieren. Das brauche ich eigentlich gar nicht zu kämpfen. Das ist nachher 4. Runde verloren. Oder 5. Runde. Also der Angriff von denen. 4. oder 5. Angriff von denen. Rundenangriff. Sprich, wenn alle einen angegriffen haben. So. Ich sag mal, das war jetzt Angriffs-Wei, ja, ich fange mit dem Tiger an. Angriff 3, der Tiger. Angriff 4. Und Angriff 5. Oh, klingelt. Ich bin gleich wieder da. So, und wieder da. Ich habe verloren. Wie ich es schon wusste, wie ihr es auch wusstet. Okay, das geht nicht. Teilnahme. Und hier ist... geht auch nicht. Gut, dann gehen wir zurück zu der Kampagne und beenden die Kampagne. Gegner habe ich vor mir. Einer ist weg. Der zweite weg, der dritte weg.
den Berg rufen. Immer diese Jäger können nicht alleine kämpfen. Oh, wo sind die anderen beiden hin? Schweinerei. Die anderen beiden sind nur für die Kampagne. Findet ihr nicht, dass die so ein bisschen komisch aussieht? Das rechte Auge so hängt so ein bisschen runter. Naja. Frostheart. Hey, du hast schon für mich gekämpft. Jetzt willst du gegen mich kämpfen? Überleg dir das zweimal. Also das war jetzt mal gemein. Ach, das war jetzt von Kampagne 2. Wow, nice. Oh, schön. Da ist ein Jäger. Ausrüsten mit Schuhe und den Torso. Für die guten Leute. Hier kann ich nur gute Leute nehmen. Das andere bestimmt für die bösen Leute, oder? Weil die beiden konnte ich nicht nehmen. Na, keine Ahnung. Warum habe ich so viele Taskquests auf einmal? Die wollen mich doch wohl verarschen. Öffnen zwei beliebige Truhen. Oh nein. Überall 3 Sterne habe. Okay, bei dem letzten Kampf hier noch nicht. Ich denke mal, jetzt kommt auch keine 3 Sterne, weil ich habe meine Leute ja gar nicht verbessert. Ach, Mensch. Obwohl, vielleicht schaffe ich das doch. Ist noch ein so ein Frostmagier da. Ah, doch, 3 Sterne. Perfekt. Überspringen. Weiter. Keine Belohnung mehr. Ha. Okay, und jetzt sind wir hier. Ich wollte nochmal was gucken. Gewinne 3 schwierige Missionen in der Kampagne des Ordens. Kampagne des Ordens. Genau, und das hier sind bestimmt die Bösen. Wenn ich hier jetzt kämpfen möchte, habe ich bestimmt nur die 3 Leute. Ja. Okay. Dann brauche ich also noch
zwei andere Böse, die für mich kämpfen wollen. Ich muss die ersten drei Kampagnen abschließen. Ich probiere es. Oh, ein Schwein mit einer Bombe. Letzte, der wird jetzt weggeflext und weg ist er. Sobald der erste stirbt, mit zwei Sternen, muss ich mal meine Hellen probieren, weiter auszubauen. Auszubilden, was ich besser an mir ausbauen. Belohnungen, egal was da steht, alles einkassieren. Weiter geht's. Die Kampagne 3 gehört mir. Jetzt der nächste Daumen bitte. Ja. Und der nächste. Jawohl. Der letzte. Perfekt. Perfekto. Genau. Das kriegen wir alles. Und noch viel, viel mehr. Weit geht das? Bis 12. Warte mal. Ich habe eine Tagesquest fertig. Kaufe 3 Gegenstände im Shop. Gegenstände. Epic oder lieber Charaktere. Also blau sind bestimmt die guten und rot glaube ich die bösen. Ich brauche ja noch, ich weiß nicht wie viel ich brauche, um einen hellen zu kriegen. Ach, das ist so eine Sache.
16, mit 20, mit 25, mit 35, mit 35, mit 40. Was? Verbessern einen beliebigen Helm mit 7 Sternen. Freischalten des Sterne-Shops. Okay. Die Truhen. Ich kaufe mir eine Truhe. Eine Premium-Truhe. Könnten zwei gute oder ein böser drin sein? Oder zwei gute, ein böser. Das ist jetzt hier die Frage. Und zählt das denn als Kauf? Ich probier's aus. Ach, Scheiße, den hab ich doch schon. Achso, zwei beliebige Truhen müsste ich sowieso öffnen. Aber es zählt nicht als Kauf. Ich habe hier was fertig und ich kann es nicht nehmen, weil ich doch keine 18 bin. Hallo? Ich habe 236.000 Gold. Kaufe ich mal den hier. Ich brauche noch böse Leute. Die Katze habe ich nicht. Ach, ich habe ja auch gar keine Drachen mehr hier. Dann nehmen wir den Hut noch und diese Armbrust. Fertig. War die eine Quest schon fertig? Ich muss jetzt von Clan spielen. Ich bin verwirrt. Erhöhen. Okay. Aufleveln. Okay. Wir fangen bei den untersten an. Machen wir mit denen hier weiter. Ha. Also die meinen voll nur, ich sollte nicht die dritte Kampagne abschließen, sondern nur einen Sieg in der dritten Kampagne machen, oder? Und hier war jetzt 3 Siege in einer Kampagne. Oh, waren das von auch 3 Siege in einer Kampagne? Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Der Schildbrecher. Erich, der Schildbrecher. Nice. Da kann ich nur sagen, nice. So, das wäre jetzt der dritte Kampf dann.
6 Gegner besiegen. Jo, 3 Sterne. Was soll man dazu sagen? Perfekt, nice. Dann schauen wir jetzt mal. Gewinne 3 schwierige Missionen in der Kampagne des Clans. 3 schwierige Missionen. Was sind 3 schwierige Missionen? Heißt das da, wo immer ein Gesicht abgebildet ist? Also das hier wäre die nächste schwierige, ne? Das war eine schwierige. Ich gehe mal davon aus, dass das die nächste schwierige ist. Also ganz schnell durchwaschen. Dann war das vorhin auch da gewesen, ne? 3 schwierige Missionen bei den anderen. Naja. Darian. Dann kommt jetzt die nächste schwierige Mission. Und wir haben immer noch nur 3 Helden. Ach Mensch. Achtung. Der Bär hat Spott drin. Oi, oi. Jetzt hat der Bär wieder Spott, Gott sei Dank. Habe ich jetzt einen neuen Charakter, bitte? Kein neuen Charakter, ach Mensch. Ach Mensch. Hört sich ein bisschen an die Melodie von Dr. Inspector. Wie hieß denn der? Ich glaube, der hieß so. Diese eine Zeichentrickserie. Das ist der nächste schwierige Kampf. Bitte lass mich doch einen Helm beschwören können, bevor ich bei dem nächsten schweren Kampf bin. Zack. Zack und weg ist er. Ja, super. Nein, bitte lass nicht meine Krähe da sterben.
Ach gut. Der Bär hat wieder Spot. Jetzt kommt. War das gerade das Schwere oder kommt jetzt das Schwere? Jetzt kommt das Schwere. Ich muss mal gucken. Den, den und den. Das sind die drei Bösen. Oder hätte ich lieber die hier ausbilden sollen, damit der Bär vielleicht stärker wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe das Richtige gemacht und bin auf Damage gegangen. Zwei Gürtel. Ein da und ein da. Mission abgeschlossen. Schön. Oh, noch eine. Oh, super, noch eine. Oh, noch eine. Oh, warte mal. Da leuchtet das wieder. Erstmal Schuhe anziehen. Der kriegt jetzt auch einen zweiten Gürtel und wird verbessert. Meine Güte nochmal. Die kriegt jetzt eine neue Rüstung. Schön. Zehn, neun und neun. Das sind meine drei. Bösen. Ah, das Graue war doch nur mit den Epischkeitsrang, sage ich jetzt mal. Der war grau gewöhnlich und jetzt ist der episch. Nee, episch nicht, aber selten. Kampagne. Der letzte Kampf. Den muss ich gewinnen. Da ist der Bär. Boah, und schon tot. Nein. Warum sind die so stark? Oh, hier unten ist Gandalf. Nee, nicht Gandalf. Das ist der grüne Zauberer. Wie hieß der? Drei Sterne. Perfekt. Ich bin froh. Ich habe die Quest geschafft. Alle Queste fertig. Juhu! Gewinne zwei Herausforderungen. Okay. Dann probieren wir mal schnell zwei Herausforderungen. Aber warum heißt es eigentlich Dragon-Helden? Oder wie ist das nochmal? Dragon Heroes? Ich kämpfe doch gar nicht mit Drachen. Dragon Champions, so war das, genau. Oh, sofort.
Das geht nicht. Ich kann dann nur mit zwei Leuten angreifen. Ach, probieren wir es mal aus. Down. Ja. Hätte ich zwar nicht gedacht, aber also am Anfang, wo ich gesehen habe, dass nur zwei mit dran teilnehmen können, habe ich gedacht von mir, oh weia. Das wird doch nichts. Daily Herausforderung. Fertig! Juhu! So Leute, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Die Daily brauche ich ja nicht zu machen mit Werbung. Gott sei Dank. Ja, dann werde ich das Spiel mal beenden. Warte mal, erst noch da. Den einen Helm. Ah, den nicht. Wir fangen von unten an. Langsam hoch, aber alles fertig. War nur das eine Level. Gut, das war's dann für heute. Ich werde mir jetzt mein Ticket abholen und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.